Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen ganz speziellen Adventskalender für dich und zwar habe ich hier den Flaconi 24 Love Brands Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja. Dieser Adventskalender war sauteuer, hat ungefähr 170, 180 Euro gekostet, habe ich auf flaconi.de gekauft und ich habe schon mal die ganzen Schächtelchen rausgenommen, denn das sind alles einzelne Schächtelchen, kann man super wiederverwenden, super weiter verschenken und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was sich in diesem Adventskalender verbirgt, denn wenn jemand einen Adventskalender herausbringt, der 180 Tacken kostet, dann sollte da auch schon was richtig Krasses drin sein. Es wird in diesem Video auch wieder was zu gewinnen geben, also ich verlose was und was es gibt und was du dafür tun musst, steht alles, nein, was es gibt, sage ich dir im Laufe des Videos und was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox, schau da gerne einfach mal vorbei. Genau, das Ganze beginnt mit etwas, was eigentlich relativ weit unten in diesem Paket drin war. Und zwar ist hier eine Karte drin. Ich weiß nicht, ob ich die schon aufmachen darf. Let your magical Christmas beauty shine. Okay. Share the love. Wir unterstützen die Organisation Deutsche Knochenmarkspende live, okay, also DKMS live, und spenden pro verkauftem Adventskalender ein Set unseres Lieblingsabschminkproduktes, den Flaconi Bamboo Facial Pads, okay, an die Initiative Look Good, Feel Better, die krebskranken Mädchen und Frauen durch Kosmetikseminare neuen Lebensmut schenkt. Das finde ich super herzlich. Gut, dann ist es auch okay, wenn ein Kalender etwas mehr kostet, aber 180 Euro ist schon mal eine Ansage. Bereit für eine magisch-glamouröse Vorweihnachtszeit? Im 24 Love Brands Kalender verstecken sich 24 ausgewählte Produkte exklusiver Marken, die Beauty-Herzen höher schlagen lassen und das Warten auf Weihnachten noch schöner machen. Egal ob Barbour, Lancôme oder Smashbox, lass dich von unseren liebsten Brands jeden Tag aufs Neue überraschen und verzaubern. Die 24 liebevoll designten Schachteln befinden sich in einer wiederverwendbaren Shoppingbag und eignen sich auch nach der Weihnachtszeit zur Aufbewahrung kleiner Beauty-Schätze oder um anderen eine Freude zu bereiten. Wir wünschen dir wundervolle und besinnliche Festtage und viel Freude mit deinen neuen Produkten. Ja, das ist doch schon mal ganz nett. So wird man schon mal eingestimmt. Und ich würde sagen, wir starten mit der Nummer 1. Ist ganz süß hier mit diesem Schleifchen, aber das Schleifchen muss man gar nicht öffnen. Man kann die Box hier einfach oben aufmachen. Okay, hier haben wir von Skin Division Berry Glow mit 12% AHA und 1% BHA. Ein Glow Serum, pH-Wert ist 3,5. Ich glaube, dann ist es etwas säurer, als die normale Haut ist. Ich glaube, die hat normalerweise einen Wert von 5,5. 30 ml sind hier enthalten. Das ist dementsprechend dann ja auch eine Full Size. Finde ich echt schick, ne? Sieht so ein bisschen aus, ich weiß nicht, Entschuldigung, das war jetzt gerade echt, ja. erinnert ihr euch noch an die Essence Limited Edition Glow in Bloom? So ein bisschen so sieht tatsächlich dieser Flakon aus. Finde ich aber ganz hübsch. Hier haben wir ein schmaleres Büchschen. Jade Gua Sha. Okay, ja. Ja, es war irgendwie klar, dass wir sowas in den Adventskalendern immer wieder drin haben werden, ne? Das ist halt so ein Gua Sha-Ding. Damit kannst du dieses Serum, was wir in der 1 drin hatten, halt optimal einarbeiten. Das ist ein ganz spezieller Stein, den man auf eine ganz spezielle Art und Weise anwenden kann, um alles entsprechend mit der Haut verbinden zu können. Ich persönlich habe schon einige Jade-Roller und Rosenquarz-Roller und so weiter in Beautyboxen drin gehabt. Aber für ein Adventskalenderprodukt finde ich das eigentlich ganz cool. PEG belassen. Ach Quatsch, PEG belassen. Natur belassen. PEG-frei, Entschuldigung. Palmölfrei, paraffinfrei, parfümfrei, silikonfrei, sulfatfrei, tierversuchsfrei, vegan, mineralölfrei, hypoallergen, alkoholfrei, acetonfrei. Läuft bei ihm. Ist halt ein natürliches Produkt, ne? Die Nummer 3 ist ein ziemlich großes Böckchen. Oh ja, das kenne ich. Das ist richtig geil. Eine Maske von Love Rose Cosmetics. Das ist so eine Rose, die hier drin ist. Und die schmilzt halt entsprechend. Nee, das ist noch was anderes. Haben die noch was anderes rausgebracht? Nee, guck mal. Ich wollte gerade hier voll angeben und sagen, das ist übrigens diese Rose, die halt bei Kontakt mit Wasser und der Haut und Maske und Peeling in einem. Nein, das ist ein neues Produkt von denen. Richtig geil. Rose Wonder Silk Cream ist das. Das ist ja schön. 15 ml sind hier enthalten. Und dann gucken wir mal, was das ist. ja.
Das steht hier gar nicht drauf. Gesichtspflege, perfektionierende 24 Stunden Seidencreme bei Love. Ja, also es ist eine Gesichtscreme. Ist gar keine Maske. Aber auch das finde ich ziemlich cool. Gefällt mir. Die Verpackung ist auch richtig hübsch. Und ich finde es auch ganz nett, dass hier tatsächlich die Boxen ziemlich genauso groß sind wie die Produkte, die sich darin befinden. Nett. Die Nummer 4 haben wir hier. Ritual of Ayurveda Geilomat Balancing Body Cream mit 70 Millilitern. Ich mag ja total gerne Rituals Produkte, ne? Weil dieser Duft so angenehm ist. Ritual of Ayurveda hat auch einen ganz, ganz schönen Eigenduft. Sowas kommt dann tatsächlich in den Adventskalender von meiner Schwiegermama in Spee zum Beispiel, weil die ein absoluter Rituals-Fan ist. Kommen wir nun zum Tag vor Nikolaus, die Nummer 5. Dürfte jetzt mal dekorative Kosmetik kommen, oder? Ist es aber nicht. Okay, Saint-Tropez Self-Tan Purity Vitamins. Okay, 35 Milliliter sind hier enthalten. Und das ist ein Self-Tan-Spray. Ist nicht so meine Welt, ne? Ich stehe zu meiner Leichenblässe nun mal. Und das ist mit Vitamin C und Vitamin D. Jo, ne? Nikolaus. Ja, das darf auch gerne was Spezielles sein. Hier haben wir auch ein schönes Schleifchen drumherum. Die Nummer 1, 6, 12 und 24 sind auch tatsächlich für mich so die wichtigsten Kläppchen. Und hier haben wir... Alter, eine Lidschattenpalette von Smashbox drin. Wahnsinn. Covershot Prism Eye Palette. Und ich weiß nicht, ob man das in der Kamera so sieht, aber das ist halt so ein Wackelbild, ne? Richtig cool. Da hätte ich jetzt echt nicht mit gerechnet. Ich habe eine Smashbox Palette, die habe ich mal in einem Trash-Paket von der lieben Marion bekommen. Wow. Und hier haben wir die kleine Palette. Den will ich mir angucken. Ja, das ist so ein richtiger flockiger tatsächlich, aber auch sehr cremiger Holoton. Der ist hammerhart, oder? Oh, boah, wie der einfach lila ist. Ja, sowas muss man dann meistens ein bisschen besser verreiben, aber dann kommt der auf dem Auge hammer rüber. Richtig schön. Darf man aber von einem 180-Euro-Kalender definitiv erwarten, dass da auch sowas drin ist, ne? Die Nummer 7. Ja, bei den Boxen muss ich echt aufpassen, dass man die vorsichtig aufmacht, weil ich die ja wiederverwenden will. Ja, auch hier passt dieses Produkt komplett rein. Das ist das Glow Mist von Pixi by Petra. Oder, nee, mittlerweile heißen die Pixi Skin Treats. Das ist ja auch interessant. Mit Propolis und Arganöl. Und Propolis ist ein Produkt, was irgendwie auch bei den Bienen anfällt. Wenn die, glaube ich, die Königin... Nee, das ist noch was anderes. Propolis hat irgendwas mit Honig, reiner Honig zu tun. Oder Bienenwachs, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall super, super pflegend. Wenn ich irgendwelche... Wunden habe, haben wir hier auch so eine kleine Propolis-Creme, die gebe ich mir dann immer ganz punktuell darauf auf. Super teuer, 80 Milliliter sind hier enthalten. Und das machst du dir einfach auf dein Gesicht. Das ist ja echt toll. Vor dem Make-up, nach dem Make-up und einfach zwischendurch. Das ist echt cool. Und das macht dir so ein Glow ins Gesicht. Gefällt mir. So, dann gucken wir uns mal die Nummer 8 an. Die Produkte passen echt 1A in diese Verpackung rein. Das ist hier vielleicht ist das hier jetzt ein Lippenprodukt. Vielleicht aber auch nicht. Das ist das Parfum This Is Me von Helene Fischer. Das hatten wir letztes Jahr, ich glaube, auch in dem Love Brands Adventskalender drin. Oder täusche ich mich da? Irgendwo hatten wir das auf jeden Fall schon mit drin. 10 Milliliter, das ist ein Rollerball. Und ich bin ja auch tatsächlich für euch am Sammeln. Und zwar gestalte ich für euch zum Verlosen einen kompletten Parfüm-Adventskalender. Und da wird sowas auch mit drin vorkommen. Die Nummer 9. Hier haben wir ein Serum von Dr. Botanicals, ein Hemp Oil, ein Hanföl, Bio Vitality Nutrition Oil. 15 Milliliter sind hier enthalten. Und ja, das ist dann entsprechend ein Gesichtsöl und sowas, also so Hanf und sowas, ne, das nährt das Gesicht und es beruhigt auch das Gesicht. Das finde ich cool. 2 bis 3 Tropfen reichen einfach auf das gereinigte Gesicht, morgens und abends. Richtig cool. Wir werden zweistellig und jetzt suche ich mir mal da die Nummer 10 raus. Die ist hier. Hier haben wir von Bella Pierre Cosmetics Liquid Shadow Eye Candy in der Farbe Venus. Das ist ein flüssiger Lidschatten von Bella Pierre Cosmetics. Das hatten wir letztes Jahr auch in mehreren Adventskalendern drin. Zum Beispiel auch in dem Parfüm Dreams Adventskalender, glaube ich. Und ja, ich persönlich kann sowas nicht tragen. Durch meine Schlupflider rutscht das halt immer über den Tag in die Falte rein. Das macht keinen Sinn bei mir. Das heißt, das ist auch auf jeden Fall ein Produkt, was mal verlost wird. Vielleicht auch in diesem Video, man weiß es nicht. Und ja, genau. Deswegen werde ich das jetzt auch nicht rausholen und swatchen. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, ist wieder schön groß. Oh, leck mich fett. Hier haben wir 2 Produkte drin. Einmal von Barbour Skinovage Vitalizing Serum. 15 Milliliter. Das ist einfach ein Gesichtsserum, was quasi dir ja, wieder Vitalität ins Gesicht geben soll. Richtig geil. Ja.
Ich habe Hunger, hört man das? Genau, finde ich cool, richtig cool. Und dann, ich sage es auch immer wieder, Leute, wenn jetzt die Adventskalenderzeit kommt, wir kriegen wieder ganz viele Ampullen. Und hier haben wir die Grand Cru Ampoule Collection. Das sind drei verschiedene Ampullen. Da hast du diese Rosenampulle und noch zwei andere mit drin. Einmal für die Jugendlichkeit, einmal für Ultimate Radiance, also Ausstrahlung. Und eine, die schwarze, ist dann für die Protection, also für die Beschützung der Haut. Genau, dieses Dreier-Set ist da auch mit drin. Mensch. Sehr, sehr vielfältig, der Kalender, muss ich sagen. Kommen wir jetzt mal zur Halbzeit. Halbzeit darf gerne auch mal knallen, ne? Weil wir sind an der Hälfte der Adventszeit. Wir haben nur noch die Hälfte des Adventskalenders vor uns und so. Und vielleicht wird man auch ein bisschen nervös, weil bald ist Weihnachten und so. Und deswegen ist die 12 mir einfach wichtig. So. Und das ist ganz schön groß, was hier drin ist. Vital Vita 12 von Tony Moly. Mango Boosting Pack. One Drop for Glowing Skin. Hä? Sagt mir jetzt so gerade nichts? Das müssen wir uns mal von der Nähe angucken. Gesichtsmaske für einen strahlenden Teint. Das Vital Vita 12 Mango Boosting Pack besteht aus 12 unterschiedlichen Vitaminen und 90% Mango-Extrakt für einen sofortigen Feuchtigkeitsschub. Strahlend, feuchtigkeitsspendend, vitalisierend. Für alle Hauttypen. Die Kombination aus 12 Vitaminen und Mango-Extrakt hydratisiert die Haut bis in die Tiefe, verbessert den Teint und reduziert feine Linien und Fältchen. Richtig geil. Einfach drauf machen, 10 bis 15 Minuten einwirken lassen und dann runter machen. Mega. Ich mag ja auch voll diese Tiegel, weil das alles irgendwie, ne, nachhaltiger ist. Du hast da einfach für viele Anwendungen was drin und hast dann nur das an Müll und das reicht dann auch einfach. Finde ich klasse, werde ich verwenden. Finde ich richtig klasse. Auch wenn ich eigentlich nicht so der Fruchtmensch bin, was so Gesichtspflege angeht, weil ich dann immer ein bisschen Bedenken habe, ob das dann auch entsprechend gut für meine Haut ist, weil, ne, aber ich werde es austesten. Bei Vitamin C zum Beispiel benutze ich immer sehr mit sehr, sehr viel Vorsicht. 200 Milliliter sind in diesem Tiegel enthalten. Finde ich wirklich geil. Das ist gerade echt kabam. So. Die zweite Halbzeit wird eingeläutet mit einem Schleifchen und der Nummer 13. Und hier ist auch super schwer. Oh, schön. Wir haben hier eine Kerze drin. Das finde ich toll. Boah, dass die vor allem heile geblieben ist. Von Parks Aromatherapy. 100% natürliches Wachs. Das ist diese hier. Das finde ich schön, dass die mit drin ist. Das ist eine große Kerze. Ja, die hat hier einen kleinen Sprung, glaube ich, bekommen, ne? Aber hat sie auf der Seite auch. Ich weiß nicht, ob das transportbedingt ist. Ist aber nicht schlimm. Sie wird auf jeden Fall verwendet. Und die riecht super angenehm soft. Das gefällt mir vom Duft her richtig gut. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Run, den wir haben, finde ich, oder? Jetzt gehen wir mal weiter zu der Nummer 14 und auch die scheint ziemlich groß zu sein. Wow. Biotherm Bath Therapy Delighting Blend. Okay, das ist ein Body Cleansing Foam infused with Grapefruit and Sage. Okay, ja, das ist ein Reinigungsschaum für den Körper. Also ich würde einfach mal sagen, ein Badeschaum, ein Duschschaum, Duschschaum. Diese Kerze riecht so intensiv. Die rieche ich hier überall jetzt. Ne? Das ist super angenehm. Ah, Sage ist Salbei mit Grapefruit und Salbei-Extrakten. Intensiv reinigend. Nur für den Körper, nicht im Gesicht. Ja, cool, oder? Das ist eine Full-Size-Größe, 200 Milliliter. Ich weiß gar nicht, ob wir hier generell irgendwie, ja gut, ein paar Probegrößen hast du hier zum Beispiel von dem Ritual of Ayurveda, ne, von dem Body-Gedönsen, aber ansonsten scheint mir das hier sehr viel Full-Size zu sein. Dann gehen wir mal weiter zu Nummer 15. Schön flacheckig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Will Prodigieuse von NYX. Das ist für das Gesicht, den Körper und für die Haare. Das ist ein super, super schönes Öl. Da hatte ich schon sehr viele kleine Größen von, die ich echt angenehm fand. Also so, oh, das flasht mich gerade. Das ist echt groß. 50 Milliliter sind hier enthalten. Und das kannst du sogar sprayen. Geil, das ist mit einem Sprayer. Oh, ich feiere das. Richtig schön. Das sieht so edel aus. So hochwertig, ne? Klasse. Und das ist entsprechend halt ein Öl, mit dem kannst du dich entsprechend nähren, reparieren und verschönern. Jedenfalls steht das hier drauf. Nourishes, repairs and beautifies. Also vor allem verwende ich gerne Haaröl hier so in meinen Spitzen, in meinen Längen, die echt zippelig aussehen. Ja, also gerade so bei meinen Haaren ist das echt eine ganz gute Geschichte. Auf dem Körper mag ich das gerne so Richtung Winter, aber hey, das ist ein Adventskalender. Das heißt, die Winterhaut ist sehr, sehr trocken und da kann man das echt gut gebrauchen. Finde ich klasse. Super edel. Okay, das war die Nummer 15. Dann gehen wir mal zu Nummer 16.
Das ist bestimmt eine Maske oder sowas, weil das super flach ist. Ja. Das ist eine Facial Sheet Mask von Flaconi selber. Purifying and Normalizing. Okay, also das soll quasi deine Haut normalisieren und klären. Und das ist einfach eine Tuchmaske. Finde ich schön. Meadow Sweet and Zink PCA. Zink macht ja wirklich auch, ne, das ist repariert, das ja, repariert die Haut halt entsprechend. Ja, perfektionierte Haut im Handumdrehen. Finde ich echt cool. Ich wusste gar nicht, dass Flaconi jetzt auch mittlerweile so ein ausgeweitetes Pflegesortiment hat. Weiter geht es mit der Nummer 17. Also für meinen Geschmack könnten tatsächlich auch gerne noch ein paar mehr dekorative Kosmetikprodukte kommen. Hier haben wir von Revlon Equave Instant Detangling Conditioner. Das ist eine Sprühkur quasi, beziehungsweise eine Sprühspülung. 50 ml sind hier enthalten. Sowas gebe ich mir gerne nach dem Duschen in meine Haarlängen ein, damit ich besser durchkämmen kann. Entsprechend entwirren und das kann ich gut gebrauchen. Klasse. Boah, die Nummer 18 ist ganz schön groß, aber sie ist für ihre Größe ganz schön leicht. Oh, hier sind schon wieder zwei Produkte von Barbour drin. Boah. Krass, wir haben schon wieder Ampullen drin. Refine Cellular Glow Booster B-Face Ampoules. Da sind drei Ampullen drin. Das sind zwei Phasenampullen und geil. Richtig geil. Die erste Barbour B-Face Ampulle mit speziell entwickelter Zwei-Phasen-Textur kombiniert die konzentrierte Wirkstoffpower eines Serums mit der pflegenden Kraft pflanzlicher Öle. Kurzes Schütteln verbindet die Phasen und erzeugt eine effektive Serum-Öl-Mixtur. Zieht schnell an und erzeugt ein besonders samtiges Hautgefühl ohne Fettglanz. Da ist auch wieder Vitamin C drin, Sanddorn, Bistora-Wurzel und Vitamin E. Und das finde ich sehr, 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 sehr ansprechend. Schön. Krass. Und das ist halt nicht das Einzige, was in dem Türchen drin ist, sondern auch noch eine Gesichtscreme. Die Repair Cellular Ultimate Repair Cream mit 15 ml. Das ist eine Gesichtspflege. Hochwirksame Gesichtscreme zur intensiven Unterstützung der Hautregeneration. Ergebnis ebenmäßigeres und regeneriertes Hautbild. Einfach mal zwei Produkte zweimal, also in zwei Türchen. Voll geil, oder? Die Nummer 19 ist wieder ganz schön schwer. Stop the Water by Using Me, All Natural Orange Wild Herbs, eine Body Lotion. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir von der Marke tatsächlich eine Seife in dem Adventskalender. Und das finde ich toll. Ich liebe Body Lotions mit Pumpspender, weil das einfach irgendwie praktisch ist. Du bist eh dabei, dich einzuschmieren und dann habe ich irgendwie relativ wenig Bock, so eine Tube zu haben, die mir dann aus meiner cremigen Hand so rausflutscht. Ne? Das ist praktisch, dass du einfach einen Pumpspender hast. Und ja, Orange passt halt auch wieder zum Winter. Das finde ich auch toll. Ja, es ist vegan. Es ist mit Orangen, Blume, Orange Flower, okay, mit Wasser, Kräutern. Soll entsprechend nähren und revitalisieren. Finde ich toll. Finde ich echt toll. Oh, wir kommen schon in den 20er-Bereich. Ich habe die Nummer 20. Also dieser Adventskalender ist echt heftig. Aber ich meine, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass es auch der teuerste Adventskalender ist, den ich hier auf diesem Kanal auspacken werde. Dann muss der auch knallen, oder? So, Skin Chemist Wrinkle Killer Advanced Anti-Aging Eye Treatment. 15 ml sind hier drin. Und Leute, hier steht echt richtig fett: Wrinkle Killer, der Faltentöter. ja, das soll alles schön machen. Krass. Drücken Sie auf den Ball, um das Serum zu verteilen. Massieren Sie das Serum sanft in die Haut um die Augen ein. Tragen Sie es jeden Morgen und jeden Abend auf Ihre saubere, trockene Haut rund um den Bereich der Augen auf. Hat das dann so einen Rollerball? Das ist ja cool. Oh, das sieht ja schick aus. Oh, was ist das denn? Wie cool. Das sieht echt geil aus, ne? So ganz fancy. Ganz, ganz fancy. Das ist ja abgefahren. Cool. Da hast du dann nämlich direkt deine Augenmassage mit in dem Produkt mit drin. Das gefällt mir. Das finde ich nett. Die Nummer 21 ist klein und ich vermute dort einen Lippenstift drin. Irgendwann müssen wir doch ein bisschen mehr dekorative Kosmetik hier bekommen. Ich meine, wir haben eine Lidschattenpalette. Theoretisch haben wir ja auch einen flüssigen Lidschatten. Wir haben das Parfum. Wir haben das Fixing Spray quasi von Pixi by Petra. Ja, es könnte aber mehr kommen. Von Note. Oh. Full Coverage Liquid Concealer mit Arganöl und Soja-Proteine in der Farbe 02 Beige. Sowas finde ich cool, aber schwierig in dem Adventskalender wegen der Farbe, Leute. Beige 02 ist wahrscheinlich auch ein bisschen dunkel, oder? Hm. Boah, kann hinhauen. Vielleicht ein bisschen dunkel für mich.
Ja, aber Note finde ich eine interessante Marke. Ich hatte da auch letztens in der Beautybox einen Primer von drin, den ich gut fand. Ja, vielleicht ein bisschen dunkel. Aber es geht, ne? Es geht. Schwämmchenapplikator, beziehungsweise, ne, Füßchen halt. Riecht auch nicht wirklich nach irgendwas. Oh, Full Coverage, ja. Deckt gut ab. Aber könnte tatsächlich für mich ein bisschen. Muss ich im Gesicht ausprobieren. So, auf der Hand sieht es jetzt ein bisschen zu dunkel tatsächlich aus. Aber muss ich ausprobieren. Der sieht aber super glowy und feuchtigkeitsspendend aus. Kriegt jetzt auch nicht irgendwie in die Handfältchen oder so. Das sieht schon mal, also, vielversprechend aus. Nee? Die Nummer 22 haben wir hier drin. Oh Mann, man sieht, dass man sich dem Ende nähert, weil ich habe hier nur noch dann gleich zwei Boxen liegen. Das ist so. Oh, warum? Don't stop it! Geil, ja. Das finde ich auch richtig gut von Urban Decay All Nighter Long Lasting Make-up Setting Spray. Das ist ein richtig, richtig gutes Fixierungsspray von deinem Make-up. Das hält auch wirklich alles an Ort und Stelle. 30 ml sind hier enthalten. Da habe ich auch tatsächlich schon das ein oder andere Backup von da. Es ist einfach gut, ne? Das ist wirklich, wirklich gut. Sehr, sehr haltbar. Sehr, sehr haltbar. Es hält alles fest. Halten. Die Nummer 23 schon, das vorletzte. Das passt echt 1A da immer rein, ne? Total geil. Oh, von Tweezerman haben wir hier eine Wimpernzange. Das ist cool. Tweezerman ist eine relativ hochpreisige Marke. Und Wimpernzangen kann man gut gebrauchen. Ich habe eine von Brushworks, die ich richtig klasse finde. Hier hast du auch noch drei, wow, drei Ersatzgummis drin. Nicht schlecht, oder? Hat was von dekorativer Kosmetik. Na gut, da könnte ich mich zu hinreißen lassen. Okay, hier haben wir die Nummer 24 und da haben wir auch wieder ein Schleifchen drauf. Das ist jetzt das letzte Büchschen. Ganz schön klein für eine Nummer 24. Was wird da wohl drin sein? Kleinen Sachen hätte ich jetzt gesagt, dekorative Kosmetik. Oh, ja, die haben von Lancôme gesprochen. Monsieur oder Monsieur Big von Lancôme. Das ist eine Mascara. Und das passt dann natürlich voll gut zu der Wimpernzange, die wir vorher hatten. Sieht aber nicht so schön aus wie die Hypnose, muss ich gestehen, jetzt von der Verpackung her, ne? Meckern kann die Frau. Meckern kann sie. Ja, das Bürstchen ist ein Kunsthaarbürstchen, sieht relativ vielversprechend aus. Gefällt mir tatsächlich. Riecht okay. Ist auch so ein bisschen gekörnt. Das wird interessant, die zu verwenden. Richtig geil. Okay, das war jetzt tatsächlich der Adventskalender. Ich fand ihn richtig, richtig gut. Also ich denke, wenn ich den in der Adventszeit aufgemacht hätte und jeden Tag halt diese aufeinander aufbauende Erfahrung erlebt hätte, hätte ich mich mega darüber gefreut. Also dementsprechend würde ich schon sagen, das ist ein empfehlenswerter Kalender, wenn man ein bisschen Luxusfeeling verschenken möchte oder sich selber einfach ein bisschen Luxusfeeling gönnen will. Ich habe mir jetzt vier Produkte rausgesucht, die ich gerne in diesem Video verlosen möchte. Das ist einmal von Saint-Tropez, der Self-Tanner, dann von Bella Pierre, der Lidschattenstift, von Barbour, die Grand Cru Ampullen und von Tweezerman, die Wimpernzange. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ja, also, geiler Adventskalender, hat mir dieses Jahr doch deutlich mehr Spaß gemacht, ihn auszupacken. Nein, letztes Jahr hat es mir auch Spaß gemacht und die Urban Decay Palette war cool. Die habe ich aber nachher aussortiert, weil sie einfach von der Qualität her mich nicht überzeugt hat. Hier bin ich sehr gespannt, wie die Produkte qualitativ so agieren werden, ob sie mir gefallen werden. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2020. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!